Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich werde häufiger gefragt, was ist das eigentlich, wenn jemand geredet hat und dann meldet sich einer aus der Fraktion und geht ans Mikrofon und redet? Nach einer Rede ist das keine Frage, sondern eine sogenannte Kurzintervention, so auch in der Geschäftsordnung vorgesehen. Kurzintervention bedeutet, man kann nochmal aus seiner eigenen politischen Sichtweise die Rede eines anderen Kollegen oder Kollegin kommentieren. Habe ich in der letzten Sitzungswoche einmal gemacht bei einem Beitrag von Professor Dr. Hirte von der CDU. Da ging es um unseren Antrag als Linke, Managergehälter zu begrenzen. Ich kann einen Punkt aus Ihrem Beitrag so nicht stehen lassen. Sie sprachen ja vom puren Sozialismus, den wir natürlich grundsätzlich gut finden. Das ist das Erste. Und der zweite Punkt ist der, und ich möchte da vielleicht auch mal zwei Zeugen für eine vielleicht nicht sozialistische Position, aber für eine scharfe Kritik am herrschenden Kapitalismus formulieren und Ihnen zur Kenntnis geben. Da wäre einmal zu nennen der Herr Klaus Schwab, Gründer und Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums in Davos. Und jetzt passen Sie mal auf, was der gute Mann gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, kein Chef soll mehr als 20 Mal so viel verdienen wie sein am schlechtesten bezahlter Angestellter. So geht's auch. Und ein zweiter Punkt, das kann ich Ihnen, ich glaube, Sie sind Katholik, nicht ersparen, das ist der Papst. Franziskus in seinem Lehrschreiben Evangelii Gaudium, der auch davon gesprochen hat, dieses System tötet und ganz direkt angesprochen hat, dass die Gier nach Geld und Macht den Menschen schadet. Danke. Herr Kollege Dr. Hirte, ich bin sicher, Sie werden antworten. Nachdem unser Redner sehr gründlich und sehr prononciert begründet hat, warum wir für diese Begrenzung sind und wie wir diese erreichen wollen, war der Redebeitrag des Kollegen in eine andere Richtung. Daraufhin habe ich mich gemeldet und habe dann nochmal einige Argumente aufgegriffen. Und ich habe auch noch mal versucht, den politischen Gegner mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, da ich wusste, dass er als Katholik sicherlich auf die Worte des Papstes gerne hört, habe ich ihm diese noch mal in Erinnerung gebracht. Und die lauten nämlich, dieses System, und damit ist der Kapitalismus gemeint, tötet. Und wenn das der Papst sagt, ich glaube, dann können wir als Linke uns in der Beziehung auf jeden Fall mal anschließen.